seid nicht bereit für die Nägel, die ich mir gestern in der Stadt habe machen lassen. Das sind die schönsten, die ich, glaube ich, jemals hatte. Dafür musste ich aber erstmal alleine dieses Mal in die Stadt fahren und ich habe die größte Heulattacke bekommen, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe und ich war so verzweifelt. Ich habe da so eine Panik bekommen. Ich hasse einfach Autofahren. Auf jeden Fall war ich dann im Nagelstudio. Da wurden dann erstmal meine alten Nägel abgemacht. Die waren auch schon so rausgewachsen und da sahen sie so kurz aus, voll ungewohnt. Aber ich habe sie dieses Mal auch so lange gemacht, wie, glaube ich, sogar noch nie. Und danach ging es weiter zum Wimpern machen. Ich hatte heute so einen richtigen Spa-Day. Habe ich mich dieses Mal auch dafür entschieden, die ein bisschen auffälliger zu machen, weil ich jetzt ja eben in Urlaub gehe bald und deswegen dachte ich mir, komm, noch mal ein bisschen auf den Putz hauen hier. Und das ist das fertige Ergebnis von meinen Nägeln. Ihr könnt mir nichts erzählen. Die sehen so verrückt aus. Meine Wimpern sind wieder so schön geworden wie jedes Mal. Und heute fahre ich auf ein Event. Da werde ich ganz viele meiner Story mitnehmen. Ich bin so gespannt.